Ja, ich bin hier an der Kalkscheune und wo bin ich? Hier bin ich. Da bin ich. Hier ist 3 Tage lang eine Veranstaltung Republika, nicht Republika, auf Deutsch ausgesprochen Republika, wo es um Internet, um Blogger, um Netzpolitik, um Filmaufnahmen von Bloggern, um alles Mögliche rund ums Internet geht. Und ich gehe da erstmal rein. Und eigentlich war ich schon drin. Ist ja schon der 2. Tag heute. Aber ich gehe jetzt trotzdem nochmal rein, damit man sieht, wie das aussieht, wenn man reingeht. Ich habe das Gefühl, man verfolgt mich. Da ist jemand hinter mir. Und die Kamera. Ich weiß, dass ich noch nicht folgt euch. Ich brauche und dann auf einmal, ich kam noch nicht dran. Was siehst du? Das ist auch im Bilder. Oh, ich bin im Fernsehen. Ich bin im Fernsehen, ja. Hallo Mutti. Hast du so ein, in deiner Kamera so ein Anti-Shock-Ding, wo wenn man mit der Hand ein bisschen patrig ist? Das rausgefiltert wird, hast du? Ja. Ich glaube, ich habe das noch nicht, aber ich arbeite dran. Aber so werden diese ganzen Szenen bei Raumschiff Enterprise gemacht. Mit der Handkamera? Captain, der Aufschlag. Hast du meine Veranstaltung eben gesehen eigentlich? Nö. Hast du nicht gesehen? Nö. Bin ich froh. War die nicht schön? Das war schrecklich. Stefan Niggemeier. Stefan, wie viele Interviews hast du denn heute schon gegeben? Eins. Was war die dümmste Frage, die hier gestellt worden ist? Warum gibt es bei Bildblock keine Kommentare? Stefan, warum gibt es bei Bildblock keine Kommentare? Kommentare werden überschätzt. Kommentare werden überschätzt? Ja. Das war die Antwort, die du auch in einem Interview gegeben hast? Nein, das wäre die Wahrheit gewesen. Das wäre die Wahrheit gewesen. Was hast du denn mit dem Journalisten gesagt, der dich interviewt hat? Das weiß ich nicht. Hast du eine Frage an mich? Was hast du da an der Hand? Eine Kamera. Ah, gut. Das ist ein bisschen beunruhigend, weil da kann ich mich selber drin sehen. Ja. Ist das so gemein? Ich kann mich da auch drin sehen, wenn ich so gucke. Das ist ja gemein, ja. Aber ich gehe mal weiter, ich guck mal, ob irgendwas los ist. Ja. Habe ich hier was verpasst? War eine gute Veranstaltung? War es lustig? Das nächste Mal bringe ich auch meine Kamera. Hast du eine Kamera? Ich habe eine Kamera. Ich meine, das ist besser. Hast du auch einen Kameramann? Ja, ich kann das ganz alleine. Ich kann das ganz alleine. Ich kann das ganz alleine. Ich brauche für sowas keine Männer. Ich brauche für sowas. Du brauchst Männer dafür. Immanze. Oh, furchtbar. Aber ich kann es auch einen Kameramann mitbringen, wenn du dich in männlicher Gesellschaft wunderst. Was willst du machen, wenn man dir eine Kamera in die Hand drückt? Filmen. Filmen. Das ist eine sehr gute Idee. Das mache ich auch gerade. Ich habe jetzt eine ganz tolle Veranstaltung gesehen. Da saßen 2 auf dem Podium und haben Fotos gezeigt und haben das Publikum dazu aufgerufen, witzige Bildunterschriften. Hat das funktioniert? Das funktioniert ganz wunderbar. Das Publikum hat es aber konterkariert, indem es ernsthafte Bilduntertitel zugerufen hat. Und das hatte etwas sehr Surreales. Mhm. Und es passte auch dazu, weil die beiden Moderatoren waren einfach nicht witzig. Die waren nicht witzig, aber surreal. Oder waren sie noch nicht mal surreal? Nee, sie waren eigentlich nicht surreal. Also sie waren mehr so Beamtentypen. Beamtentum. Ja. Ja. Ich habe sowas Ähnliches befürchtet, schon von vornherein. Sascha war optimistisch. Ja, wer ist Sascha? Sascha ist einer von den Surrealisten, von den witzigen. Das ist der bei der Sparkasse arbeitet und die Corporate Identity Farbe gleich schon in seinen Irokesenschnitt eingearbeitet kann hat. Sein, kann sein. Ja. Was ist jetzt für eine Veranstaltung hier? Ich glaube, mit Blogs Geld verdienen. Mit Blogs Geld verdienen? War das jetzt? Ja, genau. Also ich denke mal, man wird. Was machst du dann hier? Ich verdiene ja mein Geld teilweise mit Blogs. Tatsächlich? Ja, genau. Was verdient man da als Blogger? Ja, Tarifjournalisten halt, ne? Tatsächlich? Nicht so viel, ja. Aber es gibt nicht mehr als für normalen Printjournalismus? Nee, vielleicht nochmal ein Brötchen drauf oder so. Brötchen? Ja. Mettbrötchen? Mettbrötchen. Ja. Man hat mir gesagt, ich soll versuchen, nicht witzig zu sein. Ich höre jetzt, glaube ich, auf zu versuchen, witzig zu sein. Felix, ich muss jetzt... Die traurige Wahrheit ist... Du bist überhaupt nie witzig. Ja, sag ich ja. Ich versuch's aber immer. Ja, stimmt. Vielleicht ist dieses Krampfhafte kommt auch nicht gut. Das ist wie so früher bei Spiele ohne Grenzen. Diejenigen, die unbedingt versuchten, auf der Schmiersache auszurutschen. Das war einfach nicht witzig. Ja. Oder der Ehrgeiz. Ne? Ja, Ehrgeiz ist immer schlecht. Das ist der Typ von der Sparkasse, ne? Das ist der Typ von der Sparkasse, genau. Du siehst ja auch hier schon Sparkasse Erlangen. Da ist das Schild.
Hallo, und normalerweise steht der hinter dem Schalter. Ich bin jetzt hier auf einem Panel. Mit Sascha? Mit Sascha. Ich glaube, da muss ich mir angucken. Willst du mit dazu? Lieber nicht, ich bin heute schon gescheitert. Ganz schön anstrengend, so eine Kamera zu halten. Das da hinten ist jetzt ein Panel. Ein Panel ist ein breiter Tisch mit breiten Leuten, die hinter dem Tisch sitzen und reden. Und ganz viele Leute hören zu. Und wir reden jetzt, glaube ich, darüber, wie man mit wackeligen Bildern, mit wackeligen Texten, mit komischen Sachen Geld verdienen kann. Könntest du eigentlich erklären, warum die Konferenz so geht? Ich kann das nämlich nicht. Ich soll erklären, warum die Leute hier sind. Vielleicht ist das der Grund, warum sie hier sein wollen, um zusammen zu sein. Um zusammen zu sein. Also die einzelnen Veranstaltungen sind ja immer, wie bei Konferenzen auch, es ist immer nur ein Grund, um zusammen zu sein. Dass wir wieder miteinander reden können zum Beispiel. Ich glaube, that's all. Du machst das weg. Markus, ja. kannst du mir nochmal erklären, weil ich kann es zum Beispiel nicht zu erklären nochmal, was das hier eigentlich ist. Also weil ich erkläre so, es sind eigentlich Internetfuzzis, die sich treffen und ein bisschen miteinander plaudern und so ein bisschen Rahmenprogramm auch haben. Willst du das anders beschreiben? Oder? Ja, genau, also Rahmenprogramm macht man, damit die Leute mal ab und zu sich auf Stühle setzen können, ein bisschen entspannen können, ne? Nicht die ganze Zeit kommunizieren müssen, aber groß und ganz. Internetfuzzis ist jetzt so das Wort, das ich genommen habe. Ganz viele Internet-Fuzzinen. Fuzzinen auch. Was sind das für Leute hier? Also hast du einen Überblick ungefähr? Also schon viele Blogger, denke ich. 50% oder so. Anwälte, Arbeitslose, Männer, Frauen, Junge, ein paar Alte, Journalisten, die kapieren wollen, was da vor sich abläuft. Gibt es noch eine zweite Veranstaltung oder wollt ihr das noch nicht entscheiden? Also gibt es das nächstes Jahr wieder oder? Also in unseren kühnsten Träumen haben wir mit 350 bis 400 Teilnehmern gerechnet. Und das sind 500 geworden? Das sind 700 geworden. Wahrscheinlich sind sogar noch mehr von mit den Tageskarten. Insofern, wir hatten die Pläne, drei entspannte Tage zu schaffen. Das ist anscheinend gut angekommen. Deswegen wollen wir es eigentlich nochmal machen nächstes Jahr. Unscharf, unscharf, unscharf. Das ist gut aus. Oh, jetzt ist scharf geworden. Ich sehe gerade, ich habe schon ein Auge, das ist kleiner als das andere, das heißt, ich bin müde. Ich habe jetzt auch die Schnauze voll. Ich glaube, ich muss ein Bier holen und besauf mich oder mach die Ohren zu oder genug geredet heute.